und herzlich willkommen beim BSV Fortuna Münster. Ich bin Lena Hausen und spiele schon ungefähr 2 Jahre im Verein. Außerdem bin ich noch im Jugendausschuss tätig. Ich befinde mich hier auf der Sportanlage in Hiltrup Süd, wo der Verein seit 2001 sportlich beheimatet ist und seitdem schon viele Mädchen Fußball spielen gelernt und unsere Frauen schon unzählige Male um Tore und Punkte gekämpft haben. In dem folgenden Film möchte ich euch den Verein ein wenig näher bringen, versuchen, euch den Mädchen- und Frauenfußball beim BSV Fortuna ein wenig schmackhaft zu machen. Der BSV Fortuna Münster ist ein überschaubarer, jung und modern geführter Verein, dessen Aushängeschild der Frauenfußball ist. Kein anderer Verein in Münster ist so auf den Frauenfußball fixiert wie der BSV Fortuna. Für uns Spielerinnen ist es daher auch ein besonderes Feeling zu wissen, dass wir uns hier im Verein keiner anderen Abteilung unterordnen oder gleichstellen müssen. Entsprechend werden wir Spielerinnen auch gefördert und betreut. Bei uns haben sowohl Anfängerinnen oder Spielerinnen mit höheren Ambitionen die Möglichkeit, in einer für sich passenden Mannschaft zu spielen. Darüber hinaus bilden qualifizierte Trainer die Spielerinnen weiter aus und fördern unsere sportliche Entwicklung. Mit einem familiären Führungsstil werden Mitglieder schnell an den Verein gebunden und freundschaftlich integriert. Das Besondere am BSV Fortuna ist, dass der Vorstand den Verein sehr mitgliederorientiert organisiert und gerne auf die Belange und Anregungen der einzelnen Leute eingeht. Dabei ist es egal, ob es sich um eine Leistungssportlerin handelt oder um eine Reservistin einer unteren oder Mädchenmannschaft. Bei uns steht der Mensch an erster Stelle. Bei der Ausbildung der Mädchenspielerinnen liegt es uns natürlich am Herzen, dass die Mädels einen gesunden Ausgleich zum Alltag finden, aber auch neue Freundschaften entwickeln können. Darüber hinaus ist es selbstverständlich unser Anliegen, die Nachwuchsspielerinnen für den Fußballsport zu begeistern und so auszubilden, dass diese mit guten Leistungen auch das eigene Selbstbewusstsein steigern. Am wichtigsten ist jedoch die Gemeinschaft als Team und dass wir hier neben dem Sport auch jede Menge Spaß haben. In der Freizeit. Auch in den Medien beziehen die meisten den Fußballsport auf Männer und Jungen, eben als typische Männersportart. Dabei hat sich gerade in den letzten Jahren der Fußballsport im Mädchen- und Frauenbereich zu einer Trendsportart entwickelt, dessen Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. Die meisten Fußballinteressierten wissen nämlich gar nicht, dass von den gut 6 Millionen Mitgliedern im DFB knapp über 1 Million Menschen dem Mädchen- und Frauenfußball angehören. Die aktiven Spielerinnen verteilen sich im Bundesgebiet auf ca. 8.600 Mädchenmannschaften und 5.300 Frauenmannschaften. Allein hier im Fußballkreis Münster-Warendorf bieten 22 Vereine Frauenfußball an. Ihr hört also, dass der Frauenfußball längst keine Randsportart mehr ist. Daher wollte ich mal ganz spontan von einigen Spielerinnen wissen, wie sie denn zum Fußballspielen gekommen sind. Und bin durch unsere Mannschaften gegangen, um einige Stimmen einzufangen.
ich spiele Fußball beim BSV Fortuna Münster, mittlerweile in der zweiten Damenmannschaft. Ich habe mal angefangen in der U14 und es macht mir immer noch total viel Spaß. Mit meiner Mannschaft habe ich immer eine Menge Spaß und auch wenn wir mal verlieren, ist das gar nicht so schlimm, weil wir das eigentlich mehr machen, um uns zu treffen und ja, darüber freue ich mich. Und ich bin Sammy und wir spielen schon seit etwas längerem, so ein Jahr oder so spielen wir schon Fußball und es macht uns eigentlich viel Spaß, weil da kann man sich auspowern und ja, und die Leute da sind auch nett und so und ja, BSV Fortuna ist auch gut und ich spiele Fußball beim BSV Fortuna Münster, weil ich vor einigen Jahren beim Frühlingsfest dazu gekommen bin und dann sind wir einfach mit mehreren Freunden mal zum Schnuppertraining gegangen und dann hat uns das total gut gefallen und wir haben weitergespielt. Und im Verein ist einfach die Atmosphäre total toll. Wir spielen hier Fußball, weil es uns Spaß macht, weil wir die Freizeit da verbringen und wir haben uns hier kennengelernt. Ja, und wir treffen hier halt auch viele andere Freunde. Ich bin halt dazu gekommen, weil ich wurde halt zu einem Probetraining eingeladen. Und ich habe halt gedacht, ja, ich probiere es einfach mal aus, weil Fußball spielen macht mir halt total viel Spaß. Wir spielen Fußball beim BSV, weil man als neue Spielerin gut in die Mannschaft integriert wird und schnell zu einer Clique zusammenwächst. Ich spiele Fußball, weil ich die Bewegung brauche und der Teamgeist in der Mannschaft mir so gut gefällt. Ich rate euch, spielt Fußball. Ja, ich spiele Fußball, weil es wichtig ist, seinen Teamgeist zu fördern und auch hier im Verein ein bisschen was zu tun. Es macht halt Spaß mit den netten Leuten und mit dem Trainer. Vielleicht gefällt euch das Fußball ja genauso gut wie uns und ihr schaut mal vorbei, das ist BSV Fortuna Münster! Auch wenn wir ein kleiner Verein mit überschaubaren gut 100 Mitgliedern sind, bedeutet die Organisation des Spielbetriebs, die Förderung des Mädchen- und Frauenfußballs viele ehrenamtliche Helfer, die zum Teil die ganze Woche damit beschäftigt sind, für den Verein zu arbeiten. Eine davon ist Marita Kumbrink, die Abteilungsleiterin im Frauenfußball. Marita ist nicht nur unsere Abteilungsleiterin, sondern auch unsere Vertrauensperson und Freundin, an die wir uns, egal weswegen, wenden können. All das wird unterstrichen von ihrer hohen Fachkompetenz, denn Marita ist seit weit über 15 Jahren ehrenamtlich für den Mädchen- und Frauenfußball tätig. Ich habe Marita gefragt, wie sie zum Fußball gekommen ist und was sie daran begeistert, sich so vorbildlich für uns einzusetzen. Seit Jahren bin ich schon für den Mädchen- und Frauenfußball zugange, habe selber lange gespielt, nicht ganz so erfolgreich, aber umso mehr hat mich die Arbeit drumherum begeistert und wie ich Mädchen dazu kriege und auch junge Frauen, dass sie für eine so tolle Sportart wie den Frauenfußball sich engagieren. Dann kommt dazu, dass natürlich Fortuna mit den beiden Frauenmannschaften und den Mädchenmannschaften einzigartig ist hier in Münster und vor allen Dingen als einziger Verein sich so etabliert hat. Es macht einfach Spaß und das ist die Hauptsache. Das waren einige Eindrücke von BSV Fortuna. Die Zukunft des Fußballs ist vielleicht nicht weiblich, aber weiblicher. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Interesse bei euch wecken. Und vielleicht habt ihr mal Lust, bei uns vorbeizuschauen. Und wenn ihr wollt, bringt doch einfach ein paar Freundinnen und Bekannte mit. Ihr seid jederzeit herzlich zu einem Schnuppertraining willkommen. Und wer noch mehr über uns erfahren möchte, kann sich auf der Homepage bsvfortuna.de über den Verein ausgiebig informieren. Dort findet ihr auch diesen Film und viele Fotos. Natürlich auch alle Ansprechpartner. Und ganz wichtig, die Trainingszeiten. Am besten ist es aber, ihr kommt einfach mal vorbei und erlebt unseren Verein. Ich sage Tschüss und freue mich, vielleicht genau dich schon bald begrüßen zu können. Eure Lena.